Hallo, es ist heute Freitag, der 8. November 2019. Ich bin in einer Besprechung mit zwei leitenden Mitarbeitern bei mir im Landratsamt, mit Frau Regierungsrätin Hildegard Gruber und mit Herrn Regierungsdirektor Johann Kerscher. Er ist mein Stellvertreter hier im Amt und wir besprechen jetzt den Stellenplan. Das ist etwas ganz, ganz Trockenes. Ich hoffe, Sie schalten nicht gleich weg. Aber der Stellenplan wird jedes Jahr neu im Kreishaushalt besprochen. Wir sind im September, Oktober, November und Dezember damit beschäftigt, den Haushaltsplan für 2020 aufzustellen. Hier wird festgelegt, wofür wir Geld ausgeben, was uns bestimmte Ausgaben eben wert sind. Das werden im kommenden Jahr so 160 Millionen sein und etwa 18, 19 Millionen dafür sind Personalausgaben. Und da unterhalten wir uns jetzt drüber. Frau Gruber, wir haben wie viele Mitarbeiter zurzeit bei uns beim Landkreis? Stand 31.12.2018 waren es 560 Mitarbeiter. Wir haben jetzt hier auch Mitarbeiter der Regierung, die nicht vom Landkreis bezahlt werden. Und einer davon ist ja Regierungsdirektor Johann Kerscher. Herr Kerscher, was machen denn die Regierungsbeamten bei uns hier im Landratsamt? Die Regierungsbeamten machen eigentlich im Prinzip das Gleiche wie alle anderen Beamten. Grundsätzlich sind sie natürlich für hoheitliche Aufgaben vorgesehen, aber sie können auch durchaus andere Tätigkeiten machen im Rahmen der öffentlichen Verwaltung. Es ist also zum Beispiel so, dass im Ausländeramt hauptsächlich eben Regierungsbeamte sind, die Juristen sind Regierungsbeamte und wie soll man das sagen, wir sind auch immer unter Aufsicht und unter Anleitung. Nur in dem Bereich der kommunalen Bereiche, da kann uns die Regierung nicht reinreden, da ist der Kreistag dafür verantwortlich. Hoheitliche Aufgaben zum Beispiel sind, wenn es ums Waffenrecht geht, wenn es um die Zulassung von Autos geht, wenn es ums Baurecht geht. Und die kommunalen Aufgaben, die wir dann selber machen müssen, das ist die Sorge für den kommunalen Straßenbau, das ist die Sorge für unsere Schulen, für die Gebäude, fürs Krankenhaus und so weiter. Eine weitere Stelle, die wir schaffen werden, ist für die Führerscheinausgabe. Ab dem kommenden Jahr müssen alle Papierführerscheine umgetauscht werden. Das sind bei uns im Landkreis 52.000. Wenn das durch ist, müssen auch die Kartenführerscheine umgetauscht werden. Das heißt, wir haben etwa am Tag 30 bis 50 Führerscheine umzutauschen. Das geht nicht nebenbei. Dafür werden wir eine neue Stelle schaffen. Allerdings ist es so, dass sich diese Stelle über die Gebühren finanzieren wird. Frau Gruber, was erwartet man da dafür Zahlen in den einzelnen Jahren? Es werden erwartet 6.417 ist mal das Rechnerische. Im Grunde genommen kannst du das Sachgebietsleiter eigentlich nicht vorhersehen, weil auch die Jahrgänge, die jetzt noch nicht dran wären, schon kommen können. Es wird natürlich sein, dass manche jetzt, die einen alten Führerschein haben, sagen, ich will ihn jetzt gleich umtauschen, wenn ich sowieso umtauschen muss, die jetzt in diesen Jahrgängen noch nicht vorgesehen sind. Und darum ist das ein bisschen unkalkulierbar. Aber es wird sich hoffentlich einspielen, dass wir mit der einen Kraft dann zurechtkommen. Es ist also so, dass wir jetzt daran arbeiten. Wir werden den dann im Kreistag in den Ausschüssen beraten. Und was hier drinnen steht, wirkt sich auf die Menschen aus. Wir als Landratsamt sind hier eine Serviceeinrichtung. Wenn ich nur zum Beispiel daran denke, was wir im sozialen Dienst haben, wo wir Familien betreuen, wo wir uns um den Kinderschutz kümmern, da hat man zum Beispiel als 1972 einen Sozialarbeiter, jetzt sind es 18. Das ist alles eine Leistung zugunsten der Kinder. Es schlägt sich hier nieder und wir hoffen, dass wir diesen Haushaltsplan 2020 mit dem Stellenplan, der extrem wichtig ist, durch den Kreistag bringen und dass wir weiterhin ein gutes Landratsamt sein können, wo die Bürgerinnen und Bürger schnell und zügig und kompetent beraten und dann auch in ihren Anliegen hier betreut werden.